Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch wie jeden Montag auf das Herzlichste zum Wochenbeginn. So. Lasset die Räder rollen, weil sie rollen wollen. Und die rollen schön. Ja, wunderbar. So, meine Guten. Heute. Seht ihr, und hier fehlt mir nämlich das Licht. Ich sehe, dass ich schön an dem vorbeikomme. Also das muss unbedingt gemacht werden. Da muss ich dem Geist in Leipzig nochmal auf den Keks gehen. So, heute habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Die Wand ist wieder weg. Ganz einfach aus dem Grunde, wir haben festgestellt beim Betrachten des Filmmaterials, dass die Wand hinten blendet und man das ganz schlecht lesen kann und sich das Ganze auf den ganzen Film, auf das ganze Filmgeschehen negativ auswirkt. Also haben wir sie erstmal wieder weg und arbeiten an einer Lösung. Ja, meine Lieben, und jetzt fahren wir mal nicht links rum, jetzt fahren wir mal rechts rum. Weil, wie kann es anders sein? Der Herr Mäusel wieder was vergessen hat zu Hause. Wir also noch mal schnell nach Hause müssen. Aber das ist kein Problem. Das ist in 5 Minuten erledigt, nicht einmal 5 Minuten. So, guckt mal hier rechts, aber da werdet ihr noch nichts sehen, es ist noch finster. Seht ihr hier rechts? Hier rechts. Das Kulturhaus ist weg. Es gibt in Oelsnitz keine Kultur mehr. Das Kulturhaus wurde abgerissen. Kultur wurde abgeschafft. Ja, leider. Wisst ihr ja noch, wenn wir da dahinter gestanden haben, habt ihr ja noch gesehen. Ne? War zwar sehr, 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 sehr niedergekommen, aber man hätte vielleicht auch noch mal was draus machen können. Gut, da hätte man Geld in der Hand nehmen müssen, aber zum Abriss musste man ja auch Geld in der Hand nehmen. Vielleicht hätte ja die Stadt irgendwas reinmachen können, was Städtisches, irgendwas Geiles, was Cooles, was die Jugend ein bisschen anspricht oder was auch immer. So, jedenfalls fahren wir jetzt erst noch mal schnell nach Hause zum Herrn Mäusel, weil er wieder mal die Gedanken nur halb beisammen hatte. So. Schön langsam machen. Sind wir mit Mercedes hier rumgekommen, kommen wir ja mit MAN auch rum. Wer doch gelacht. So, meine Freunde,
Die Baustelle haben wir hinter uns. Die A38 haben wir vor uns. Also haben wir es bald geschafft. Die erste Etappe. Werden wir dann schön das Leergut abladen. Dann werden sie uns die drei Hubkarosserien drauf krachen. Sechs Stück. Und dann geht's ab erstmal nach Harmsdorf. Wie viel haben wir jetzt Lenkzeit weg? Jetzt haben wir gerade 1,55 weg. Also ich würde sagen, mit 2,15, 2,20 sind wir dabei. Dann fahren wir nach Harmsdorf. Da haben wir dann weg 3,20 für also zwischen 3,5 und 4 Stunden. Da ist es dann schon okay mit der Pause. Und von Harmsdorf aus haben wir dann noch einmal bis Regensburg, würde ich sagen, gute 3,5 Stunden, knappe 4 Stunden. Ja, und dann schauen wir mal, wenn wir dann unten abgeladen haben und das Leergut geladen haben, schauen wir mal, wie weit wir noch hochkommen. Werden wir sehen. Da mache ich mir jetzt erstmal noch gar keine Platte und da mache ich mir noch gar keine Prognose. Das überlassen wir alles jetzt erstmal für später. Diese Formulierung wieder, ne? Ja. Naja. Ja, und wie ich heute früh schon gesagt habe, an einer Wandtafel arbeiten wir wieder. Es war nicht so richtig gut, die Stelle. Ja, weil die jetzt ganz anders hängt als im Actros. Im Actros hing sie schräg, da hat sich das ganze Licht anders drinne gespiegelt. Und jetzt hängt die praktisch senkrecht und da spiegeln sich die Lampen drinne und reflektieren das genau in die Kamera und das ist scheiße. Also Freunde, habt Geduld, wir arbeiten dran. So meine Lieben, jetzt wird's gleich ernst. Können wir wieder gurten wie der Weltmeister. 4 Gurte pro Hub, also 12 Gurte. Immer so ums Gestell rum, vorne und hinten, auf jeder Seite. Unten einhängen, durchs Gestell durch, Schloss rein, straff ziehen. Nächste unten einhängen, ums Gestell rum, Schloss rein, straff ziehen. Und das Ganze 12 Mal. Da kommt wieder Freude auf. Heute fahren wir wieder über Plausig. Und morgen am Tor 4 vorbei. Jeden Tag eine andere Strecke. Am Tor 4 versuchen wir es gar nicht mehr. Da haben wir von der Dispo Order bekommen, gar nicht mehr ranzufahren, sondern gleich zum Tor 1. Weil das Tor 4, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir sind angemeldet am Tor 4, aber irgendwie klappt das nicht, dass wir eingepflegt werden dort in die Software. Und deswegen machen wir uns gar keine Platte und fahren gleich zum Tor 1. Und heute fahren wir hier gleich rechts und morgen fahren wir geradeaus.
dass wir immer mal was anderes haben. Nein, das hast du fein gemacht, Ampel. Warum habe ich das nicht anders von dir erwartet, hä? Mein Kollege hat schon wieder hier übernachtet übers Wochenende. Das ist aber auch scheiße, ne? Wenn du hier zum Stehen kommst und dann das ganze Wochenende hier hängst. Da kommt auch Freude auf. Vielleicht hat er Glück und sein Chef hat ihm eine Pension oder ein Hotel bezahlt. Ja, da haben wir immer Glück, dass wir am Wochenende zu Hause sind. Früher, wo ich noch viel Spanien, Frankreich, Italien gefahren bin, da bin ich auch 3 Wochen unterwegs gewesen, 3 Wochenenden draußen und dann eine Woche zu Hause. Aber das hatte ich euch, glaube ich, alles schon mal erzählt, ne? Da sind wir ja mal ins Ruhrgebiet gefahren, mit dem LKW. Da ist so eine Spedition, für die wir gefahren sind als Subunternehmer. Also da war ich ja noch nicht bei der Spedition Elflein, ne? Und da war eine Spedition, für die wir gefahren sind als Subunternehmer im Ruhrgebiet, in Mülheim. Und da sind wir immer dorthin gefahren. Und von Markneukirchen aus kam einer mit dem Hundefänger, hier mit so einem Caddy oder was auch immer. Ich glaube, das war damals so ein Fiat-Kastenwagen. Und da haben wir gewechselt, der ist aufs Auto und ich bin mit dem Kastenwagen heimgefahren, also Richtung Markneukirchen. So, und dann haben wir nach einer Woche dasselbe Spiel. Ich war dann eine Woche zu Hause. Und nach einer Woche dasselbe Spiel, dann ist der wieder auf den Kastenwagen, ich auf meinen LKW. Und der ist wieder heim oder hat den nächsten abgelöst. Ja, so war das. Waren wir dann 3 Wochen unterwegs und 1 Woche zu Hause. Ja, mir war es ja egal. Ich meine, ich war ja damals noch allein, da hatte ich die Lilly noch nicht. Und von daher war mir das ja wurscht. Was hupst denn du hier rum? Was das wieder sollte, das Gehub? Auf der 72 haben sie mich auch mal angehupt, weil ich überholt habe und da war ich wahrscheinlich ihnen schon wieder zu langsam, obwohl der vor mir 80 gefahren ist und ich bin 85 gefahren, also es ging relativ schnell das Überholen, aber es war eben einigen nicht schnell genug
mussten sie halt hupen, wo sie dann an mir vorbei sind. Aber ich sage mal, na gut, wenn es ihnen dabei besser geht, warum nicht? Solange sie sich dabei wohlfühlen, bitteschön, sollen sie hupen. So, und jetzt sind wir doch fast pünktlich. Mal gucken, wie lange das jetzt hier dauert. Am längsten dauert ja immer das Gurten. Das Leergut abladen und das Vollgut aufladen, das ist... Viertelstunde ist der Käse gegessen. Das Gurten dauert halt immer lange, ne, weil du da auf dem Auto rumklettern musst. Also da bin ich bestimmt eine halbe Stunde drüber über dem Gurten, wenn es langt. Ja, eine halbe Stunde bestimmt, ja. 20 Minuten, halbe Stunde gehen da ins Land. So, Freunde. Bis später, sage ich mal, ne? So, meine Guten. Es ist vollbracht. Leider musste ich warten, da vor mir ein regulärer stand, der Karosserien geholt hat. Ich bin ja ein Zusatzfahrzeug. Und vor mir stand ein regulärer. Und den haben sie natürlich erst abgefertigt. Außerdem stand der schon drinne. Und dann dauert das ja bei mir auch eine ganze Weile. Guckt mal, da vorne schwebt einer über der Autobahn. Der landet gleich. Der ist gerade über meinen Kopf drüber weggeschwebt. Er ist über mich geschwebt. Über mir kann man ja nicht sagen, weil er über mich drüber schwebte. Die sind ganz schön tief, ne? Wenn die hier so im Landanflug sind. Manchmal denkst du, die wollen gleich auf der Autobahn landen. Totes Reh auf der Autobahn in der Richtung, haben sie im Radio gesagt. Armes Reh. Hat es wieder nicht rechts und links geguckt, wo es über der Straße ist. Ach ja. So, meine Guten. 8 Minuten haben wir, das schaffen wir. Selbst wenn wir dort ein bisschen rangieren müssen.
Dafür haben wir noch Zeit. Ist ja gleich hier unten. Thüringen verabschiedet sich, Bayern begrüßt uns gleich. Das ist die Brücke der deutschen Einheit. Hier irgendwo war die Grenze. Zwischen Rudolfstein und Lobenstein. Und hier beginnt Bayern. Schönes Wetter haben sie uns vorausgesagt. So, mal gucken, ob wir einen schönen Platz finden. Ist doch ein Platz. Hätte ich doch fast verpasst, hey. Was wollen wir denn mehr? Ein Stückchen runter und dann noch ein Stückchen rückwärts wieder. So, meine Guten. Dann wollen wir mal wieder losmachen. Hier ist gerade jede Menge Bundeswehr eingeflogen. Wieder Heuschrecken sind sie hier gekommen. Haben hier oben sich hingestellt, hier vor mich hingestellt. Ja, die stören mich ja hier nicht. Dann haben sie sich hier hin postiert, alle miteinander, und haben gefrühstückt. Und ich habe ja auch gefrühstückt. So, Freunde. Das war lecker. Geräucherten Rotbarsch hatte ich auf meinem Brötchen. Mit Remoulade hat mir meine liebe Lilly schön hergerichtet. War sehr lecker. So, fahren wir gleich hier quer durch. Haben
mal an, ja. Ach, da oben stehen die anderen drei. Die Autos hier, die stehen auch schon ewig. Die PKWs mit dem Aufkleber dran, dass sie abgeschleppt werden. Die stehen schon mindestens 4 Wochen. Na, Gustke? Dann lassen wir doch den PKW auch gleich noch mit durch. Der ist doch wesentlich schneller als wir. Ach, da wo ich stand, steht schon wieder einer. Sieht aus wie ein Pferdetransporter. Hier so ein Rennpferdeauto. Wisst ihr, was ich meine? Nee, NDR steht dran. Norddeutscher Rundfunk, Funkwagen. Nicht da. Ach, bin ich voll. Voll gefressen. Ja, der Kreuzungsbereich muss ja freigehalten werden. Alles klar. Und die Polizei fährt auch rum. Jawohl, immer stellt euch auf unsere Spuren. Macht richtig. Jetzt haben wir grün. Seht ihr? Jawohl, renn mal ein bisschen. So, dann da vorne noch mal rechts und dann beim Lidl links. Und dann sind wir schon so gut wie da. Laden wir ab und dann suchen wir uns einen Parkplatz. Dann ist Feierabend. Ach, wir haben schon unseren neuen Plan. Mal gucken, wie der aussieht. Wenn wir Pech haben, müssen wir noch ein Stück fahren. So. Die nicht, aber die nächste dann links.
Der muss nämlich Vorfahrt beachten, der da abbiegt und da kann ich durchhuschen. Scheiße, mein Platz ist schon besetzt. Naja, gucken wir mal nachher weiter hinten. Also meine Guten, hier ist aber auch immer was los mit LKWs, ne? Also dann bis später. So meine Guten, jetzt geht's zum Feierabend. Ob wir einen schönen Platz finden. So, über 14 Stunden Schichtzeit haben wir weg. Fast 9 Stunden Lenkzeit langt. Ich könnte jetzt noch 45 Minuten fahren mit der Schichtzeit. Aber da komme ich ja nirgends mehr hin mit dem Parkplatz. Da ist ja nirgends mehr ein gescheiter Parkplatz. Also ist das hier die letzte Instanz. Na, das klappt ja mit der Ampel. Ich will hier lieber immer ein bisschen weiter aus, weil ich dann nicht sehe, wie da rechts läuft. Da ist ja kein Lichtel dran. So, allerdings müssen wir schauen, dass wir jetzt noch einen guten Platz kriegen. Och, da ist noch so viel Platz. Guckt euch das an. Guckt euch das an. So viel Platz noch. So, ich muss bloß schauen, dass ich hier an dem hier vorbeikomme. Der steht scheiße weit raus. Runter. Der hätte sich ein bisschen weiter hochstellen können, der Kollege. Naja, klappt ja. Hat ja geklappt. Und Schnee liegt ja keiner, dass man rutschen könnte. So. Noch ein Stück zurück. So, meine Freunde. Jetzt sind wir ja noch bis Windischeschenbach gedüst, weil wir morgen schauen müssen, dass wir mit der Lenkzeit rumkommen. Wie lang brauchen wir? 3 Stunden 24, wenn wir um 4 hier losfahren, sind wir 7:30 oben in Leipzig. Ja, um 7 sollten wir oben sein, aber das ist heute nicht zu schaffen. Kann ich nicht ändern, ist halt so. Also um 4 geht's hier los, meine Freunde. Bloß, dass ihr erstmal Bescheid wisst. So. In diesem Sinne, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle und bis morgen um 4. Tschüss.